In Villeneuve-de-Béziers übernehmen wir unser Boot, um unsere Ferien einmal anders zu erleben. Neugierig schauen wir am ersten Tag zu, wie eine Schleusen-Ein- und Ausfahrt vor sich geht. Für diese Boote braucht es keinen Führerschein. Höchstgeschwindigkeit 12 km, wobei an manchen Stellen nicht schneller als 4 km gefahren werden darf. Hauptsache bei einer Kanalfahrt ist, dass man sich Zeit nimmt, um dieses schöne Fleckchen Natur zu genießen. Écluse de Béziers mit einer Höhe von 4,24 Meter.
Nach Verlassen der Schleuse geht's weiter durch eine herrliche Landschaft. Diese Schleuse ist mit 6,19 Meter die höchste Einzelschleuse. Spannung erwarten wir die Überfahrt der berühmten Kanalbrücke, Béziers, dem Hauptort des Handels mit den bekannten Languedoc-Weinen. Die befestigte Kathedrale Saint-Nazaire von Béziers. Der Canal du Midi wurde vor 300 Jahren erbaut, um den Atlantik mit dem Mittelmeer zu verbinden. Einige Eindrücke über das ungezwungene Bordleben. Zwei Kilometer von Béziers entfernt liegt die siebenstufige 280 Meter lange Schleusentreppe Écluse de la Fonceran mit einem Höhenunterschied von 21,50 Meter. Musik.
Das bekannteste Teilstück ist ohne Zweifel dasjenige zwischen Béziers und Homs, wo sich der Kanal, gesäumt von schattenspendenden Platanen, Ahorn, Pinien und Zypressen durch die Weinberge des Minervois schlängelt. Wir sind mitten in einem der größten Rebgebiete der Welt, das eine Fläche von 200 mal 100 Kilometer bedeckt. Im kleinen Schmuckendorf Boilet füllen wir unseren 300 Liter Wassertank wieder auf. Den ganzen Tag hat man alle Hände voll zu tun, also aktiv Ferien. Der Kanal du Midi, der königliche Kanal von Languedoc, ist das Werk vom unvergesslichen Pierre-Paul Ricke, der vom König Ludwig XIV. Unterstützt wurde.
Pierre Paul Ricke opferte sein Leben und Vermögen dem Kanalprojekt. »1666 wurde mit den Arbeiten begonnen und 15 Jahre später vollendet. 10.000 Arbeiter haben dies vollbracht und es war und ist sicher das größte, wichtigste Bauwerk Europas.« Somay, ein kleines, typisches französisches Dorf, machen wir einen kleinen Zwischenhalt. Dem Kanal entlang gibt es sehr gut geführte kleine Restaurants, wo man sich bei der exzellenten französischen Küche neu stärken kann. Einweihung des Kanals im Jahre 1681, also vor 300 Jahren, war ein wahrer Triumph. Aber Pierre Paul Ricke konnte sein Werk nicht mehr erleben. Er starb einige Monate vor der Fertigstellung des Kanals. Da der Kanal von der Handelsschifffahrt nicht mehr oder sehr selten benutzt wird, gehört dieser zu den schönsten Wasserstraßen Frankreichs. Zahlreichen Schleusen sind schon als Baudenkmäler zu betrachten und gewinnen dadurch an Interesse und Charme. Thank you.
Vom Kanal aus unternehmen wir einen Abstecher, um das alte Städtchen Minerva zu besuchen, das auf einer Felskuppe liegt. In der Tiefe der Fluss Sees, der an vielen Stellen unterirdisch verläuft. Eine Kutschenfahrt rund um den Etang mit seinen großen Weinbergflächen darf nicht fehlen. Der Kanal hat eine Länge von 280 Kilometer mit 78 Schleusen. Der Kanal hat seit dem 17. Jahrhundert keine großen Veränderungen erfahren.
dieser Woche haben wir 146 Kilometer hinter uns gebracht und 34 Schleusen passiert mit einem Höhenunterschied von 104 Metern. Wir sind uns einig, dass es schon ein besonderes Erlebnis ist, in einer Woche und mit einem rechten Stück Arbeit für vier Personen eine Strecke zurückzulegen, die sich mit dem Auto in 2 Stunden bewältigen lässt. Ein Absurdum unserer heutigen Zeit, das dadurch umso schöner wird.